Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenalltagsvideo. Ich nehme euch einfach mal die ganze Woche mit oder die ganze Tour. Brauche ja wieder für Montag ein Wochenalltagsvideo. Für bestimmte Orte, wo ich bin, mache ich ein separates Video. Und dann nehme ich euch so mit und dann versuche ich euch natürlich so viel wie möglich auch hier alte Autos, Tuningfahrzeuge und alles noch ein bisschen mit zu zeigen. Ja, denn was mich halt immer interessiert ist, gerade so wie so ein Taxifahrer habe ich jetzt gefragt, was so ein Toyota, keine Ahnung wie alt das Ding ist, habe ihn gerade gefragt, wie viele Kilometer das Ding hat. Er sagt eine Million Kilometer, über eine Million Kilometer. Gut, weiß ja nicht, was da jetzt schon alles gemacht worden ist, ja. Komplett revidiert oder. Aber das Auto hat eine Million Kilometer. Krass. Und was ich ganz, ganz, ganz oft sehe hier, sind diese Häuser. Ganz viele nebeneinander immer. Überall in den Gassen, was etwas außerhalb von Bangkok ist. Also nicht in der Stadt direkt, sondern natürlich hast du auch hier solche Blöcke hier. Aber überwiegend sind das solche. Und die sind vielleicht also maximal 3 Meter breit. Was auch bemerkenswert ist, 0,245 Liter. Also ganz andere Größen. Und die habe ich jetzt das mal automatisch in der Tankstelle. 14 Baht sind, was sind das? 40, 45 Cent, ne? Kaufst du es aber in Bangkok, ist es doppelt. Doppelt bis dreifach. Ja, wir sind jetzt gerade immer noch außerhalb. Wir sind mehr außerhalb Bangkok wie in Bangkok. Es geht weiter. Heute sind wir unterwegs. Und zwar geht es diesmal in den westlichen Bereich von Bangkok. Da sind auch wieder Haufen Werkstätten. Und heute ist das Wetter sehr, sehr, sehr schön. Sonne strahlt. Wir haben fast 12 Uhr. Heute haben wir ein bisschen länger geschlafen oder gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen. Er war wieder 6 Uhr noch was wach. Wie viel Grad haben wir draußen? Schöne, angenehme 28, 30. Locker. Schön. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir hier sehr, sehr viele alte Autos sind auf der Straße. Also sag mal so, ich hätte gedacht, dass hier wirklich viel weniger oder viel mehr Armut herrscht. Bestimmt auch, aber außerhalb von Bangkok. Also keine Schrottautos unterwegs oder so. Vielleicht der ein oder andere günstige jetzt, aber sonst auch sehr modern wirkt es. Man vergleicht es oft mit Japan und mit Tokio, aber gegen Tokio kommt nichts an. Nee, definitiv nicht. Sauberkeit, am Anfang habe ich gedacht, oh, ist sehr ähnlich. Sauberkeit ist schon mal ganz anders und Gestank teilweise. Ja, total, da gehst du teilweise echt kaputt. Wenn du dann so Gassen läufst, dann kriegst du mal schon so eine Brise. Oder wenn du Fressmeile durchläufst, dann kommst du ins Hotel und du denkst, du bist so süß-Sauerstange. Eher sauer. Ist schon, also boah, also Essen auf der Straße, es riecht gut, aber oftmals zu arg. Aber ich glaube, immer eine Reise wert, Bangkok. Definitiv, also bereuen tue ich es nicht. Diese Rollerfahrer hier, guck mal, die überall durch, überall kommen sie durch. Die drängeln sich hier. An deinem Handy. Nee, ja, die jetzt. Guck mal, hört gar nicht mal auf. Leute, macht mal langsam hier. Ah. Dann stehen sie vorne an der Ampel, an der ersten Reihe, nebeneinander und geben sich voll einen Dragstart. Und das ist schon ein altes Auto. Ne? Aber sonst immer so neue Autos da und Benz. Aber gestern haben wir auch, also der Unfall war schon, als wir da ankamen, gell? Wo der mit dem Motorrad irgendwie ein bisschen geschlittert ist und schräg unter das Auto gefahren ist. Also der Typ stand da mit dem Helm noch da, aber viele Unfälle, ne, passieren anscheinend. Wie viele Tote im Jahr? Knapp 25.000, allein Zweiradfahrer hier in Thailand. Aber ganz ehrlich, so wie die teilweise fahren? Also nichts Neues. Du fährst so 70 oder so auf der Landstraße und wolltest vielleicht mal, guckst mal, ob du jetzt auf die linke Spur gehen willst, willst gerade einen Schulterblick machen, rauscht einer mit 100 vorbei. Wir haben jetzt auch gerade so eine Elektrik hier gehabt, ne? Ist ja auch hier. Deswegen sitzen da auch keine Vögel. Gut, die können hier keinen Stromschlag abbringen, aber ich schau dir das mal da oben mal an. Das ist der Dragstart hier, meine Damen und Herren. Komm Junge, gib alles! Für die Leute, die wahrscheinlich jetzt wissen wollen, wie ist das Nachtleben hier, wissen wir nicht. Böse. Wir sind solche Eier, dass schon um 10, 11 schon im Zimmer sind und todmüde und schon schlafen gehen. Vielleicht wird es die nächsten 2 Tage, 3 Tage mal was, dass wir mal ein bisschen rauskommen, gell?
Ja, war schön. Aber wir sind abends so platt immer, weil wir den ganzen Tag unterwegs sind immer. Du fährst, wir fahren seit 12 Kilometern aus Bangkok raus und gefühlt immer noch in Bangkok. Aber heute ist halt die Sonne echt krass. Und jetzt auch überlegt mal, die nächsten Tage mal morgens in den Pool zu gehen, oder? Ja, wäre mal schön. Bevor wir da rausgehen, dass wir mal ein, zwei Stufen am Pool mal liegen. Ich bin gestern mal oben mal geguckt. Gestern früh war niemand da. Da würden wir alleine chillen, ein, zwei Stunden und dann kann der Tag beginnen. Zum Wochenalltag gehört natürlich auch Getränkeeinkauf im Supermarkt. Das sind halt alles so kleine Supermärkte hier überall, die einfach so von allem etwas haben. Da sind Getränke. Oh, die kosten aber immer 28, die großen Dosen hier. Die sind teuer. 70 Cent. Die sind billig, die kleinen. Guck. High Vitamin C. 200%. Zitrone. Oh. Egal, probieren. Nimm mal bitte was Milderes. Orange oder so. Was ist das? Gibt's bei uns gar nicht, gell? B12. Das holt dich komplett aus den Schuhen wie Asterix. 100%ig, das brauche ich jetzt. Was ich hier ganz arg vermisse, ist, dass die hier überhaupt keine Käsearten haben. Doch so Käsezeugte. Aber kein Gouda und kein Schafskäse. Das ist bei denen nicht so gefragt wahrscheinlich. Vielleicht kennen sie es auch nicht. Normalerweise müssen sie es importieren und verkaufen hier. Das ist ein ganz krankes Zeug. Was ist das? Vogelnest. Ich habe auch ein Vogelnest, wenn ich keinen Kappa trage. Was machst du damit? Das soll unheimlich gesund sein. Das ist wirklich ein richtiges Vogelnest. Das gibt's nur hier. Ohne Scheiß. Lässt ihr das gerne mal durch? Ja, was machst du denn damit? Das kannst du trinken. Das ist Vogelnest aufgelöst. Ja? Und das ist so der Extrakt daraus. Das wäre extrem gesund hier in Asien. Er weiß wieder. Es ist unglaublich. Das trinkst du einmal, dann weißt du am nächsten Tag nicht mehr, wie du heißt. Ohne Scheiß. Ich sag's dir. Scheiß auf Google, frag Higi. Mach doch so Higi-Seite. Steh ich in dem Rechner, schreib Antworten. Das sehe ich so ein bisschen mehr so unter als Thailand, als jetzt in Bangkok in der Stadt. So mitten in der Pampa mal so ein Supermarkt. Die Bauern kommen her und holen. Guck mal, immer Räder gucken so raus. Immer. Hinterachse Räder gucken immer so raus. Ich glaube nicht, dass der angehalten wird. Wenn du mal so beachtest, jetzt zum TÜV gehst und sagst, ja, kriegen wir die eingetragen, dann sehe ich, der Nieterad, 15 cm hoch, 30 Grad und so. Da fallen wir komplett durch, meine Lieber. Oh, angsthaft. Na. Gar nicht mal so gut. Ja? Hier sind immer so schöne Häuser und so schöne Tore, ne? Wir haben gestern ein Haus gesehen, oh, das war geil. Mit riesen Grundstück und einem Brunnen in der Mitte und so. So richtig Hollywood. Da sind auch BMW-Teile, genau wieder so, wieder ganze Autos, beziehungsweise, oh, da waren auch viele Teile. Also auch wieder so abgestellte Fahrzeuge mit englischen Kennzeichen waren das, gell? Ja. Also was mir gerade brutal auffällt, sind, dass die unter 24ern überall in den Werkstätten noch rumstehen. Also die werden hier noch extrem geschätzt, so wie es aussieht, ne? Sind eigentlich sehr, sehr viele Länder mit Rechtslenker. Gell? Ich habe eigentlich gedacht, ja, ist nur England, Australien, Japan und China. Auch Thailand ist so, Malaysia auch. Singapur. Also eigentlich fast ganz Asien, oder nicht? Da gibt es das auch. Philippinen auch Rechtslenker. Afrika ist Linkslenker. Yes. Obwohl Südafrika nicht, ne? Südafrika nicht? Ist auch rechts, ja, tatsächlich. In Kapstadt zum Beispiel. Okay, krass. Alles gut. Das ist der Markt. Thailändische Markt ist hier. Auch Früchte. Sehr, sehr viele Früchte in die hier, gell? Vor allem die kleinen Bananen, die sind lecker. Ja, das sieht halt auch mal so aus. Nicht wie in Bangkok alles, ne? Das meine ich. Guck mal, blitzblanker 124. Wenn du die Seite anguckst, alles blitzblank an dem Auto. Und hier wieder Werkstätte. Oh, da steht wieder Celica. Ja, der Cousin, seine Reaktion ist ein bisschen schlecht, wenn ich sage, jetzt abbiegen. Und dann, oh, schon vorbei. Vor allem, du musst echt aufpassen, dass dich links nicht so ein scheiß Roller überholt, gell? Sonst nimmst du den komplett mit. Die sind das größte Problem hier. Also etwas Kultur nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ist die schöne Brücke und der Fluss, alles so schön hier, so viel zum Thema Kultur. Schau mal dahin, oh, schön.
Hauptstraße entgegen hier, auf der Hauptstraße. Das sind diese Pickups, was ich meine. Die echt cool ausschauen. Jetzt habe ich gerade wieder was für euch gefilmt. Ich musste da aber jetzt alleine reingehen, weil der Cousin hier mitten auf der Straße, hier irgendwo auf der Seite angehalten hat. Und wir wollten das Auto nicht einfach so stehen lassen. Und was passiert, wenn der Mutlu versucht, da drin Englisch zu reden? Hat das super funktioniert? Ja, wenn du einfach mal nach jedem dritten Wort ein deutsches Wort im englischen Dialekt rausdrückst. Wow, ich bin I'm very überrascht. Solange die das alles verstehen, ist doch klasse. So, jetzt geht's wieder weiter. Boah, jetzt wird's mir aber echt schon warm, ey, gell? Draußen. Ist brutal, ist über 30 heute. Guck, das meine ich. Guck mal vorne, was für eine Felge der jetzt hat, der Pickup. Ja. Und hinten. Hinten ist 14 Zoll, vorne ist 17 Zoll. Weißt du warum? Jetzt bin ich gespannt, warum der das so fährt. Es waren viele Pickups. Ja, weil der Himmel da mehr Reifen hat. Ja, das weiß ich schon, dass er mehr Reifen hat, aber warum? Federt besser nach, gibt mehr Fahrkomfort hinten rum, keine Ahnung, wenn der beladen ist. Ich erklär's dir. Erklär's mir mal. Das ist einer, da kannst du viel laden. Und diese Querschnittreifen haben nie hohe Traglast. Deswegen macht er hinten so einen Ballonreifen mit sehr, sehr hohem Traglast. Damit der Reifen ihm mit. Wahrscheinlich sind schon der 10 Mal um die Ohren geflogen. Deswegen hat er hinten sowas. Das reicht ja, wenn vorne mit aussieht. Leerstunde mit Mutter. Anscheinend sind die Läden die besten Läden, sagst du, gell? Wo echt frisch ist meistens so. Die kleinen. Ja. Essen auch die Einheimischen. Die machen wahrscheinlich aber nur ein Gericht und fertig, ne? Geh ich mal stark von aus. Ja. Ja. Ich geh mal richtig Gas auf die Brücke jetzt, komm. Das ist schon Vollgas und der merkt die Karre halt nicht. Egi, mittlerweile ist es wirklich so, dass wir von 100% Thailand 60% im Auto hocken, 30% im Zimmer sind und 10% entweder irgendwo was essen oder irgendwo in der Werkstatt drin. Vielleicht ist der Autoanteil sogar noch ein bisschen höher. Autoanteil, ja, ja. Eigentlich schon, gell? Den ganzen Tag hat man getrunken. Nee, es ist kein Original-Spoiler hier drauf. Ah, schöne Felgen drauf, Spoiler drauf. Junge, du hast alles richtig gemacht hier in Thailand. Schau mal, was ich da entdeckt habe. Ich glaube, das sind aber Fake-Felgen. Aber steht gut da, das Ding, ne? Abgestanzt. So, guten Morgen. Nun geht's schon wieder weiter. Auspacken und dann fahren wir schon wieder. Zuerst mal was essen. Wir haben heute sehr lange geschlafen. Wir sind um 9 Uhr aufgestanden und haben gesagt, obwohl wir, wann war es denn, gestern 12 Uhr oder so? Was ich euch jetzt aber nicht vorenthalten wollte, sind diese Isuzu-Modelle, diese Pickups, gefallen mir echt, echt sehr gut. Die gucken immer so raus, immer. Aber die Felgen gefallen mir auch mittlerweile, ne? So typische JDM-Felgen. Ne? So, jetzt geht's los. Wir haben es geschafft, nach 5 Minuten aus der Ausfahrt rauszukommen. Kacke, war wieder sehr motiviert. So, wo geht's jetzt hin? Jetzt fahren wir zu, wie hieß es? The Smith's Bar. Smith's Bar. Anscheinend treffen sich dort Autofahrer. Ist ein Café, ist ein Bar. Der Cousin, ich soll nicht mehr Cousin sagen. Ich soll deinen Namen aussprechen. Higi. Nee. Higi ist die Abkürzung. Seit wann heißt du Higi? Seit ich das eigentlich weiß. Ja, seitdem ich ein kleines Kind bin. Seit ein kleines Kind ist der. Hikmet heißt er normalerweise. Im Nachnamen genauso wie ich. Aber hieß schon vor mir so. Weil er älter ist als ich. Das musst du jetzt nochmal gesagt haben. Ja, um einiges älter. Das sieht man auch gerade. So, wir sind jetzt hier an so einer Location. Da kann man was essen. Keine Ahnung, was da hinten ist. JD Boy und hier. Also so. Keine Ahnung, das ist jetzt auch außerhalb von Bangkok, 30 Kilometer. So sieht's hier aus. Sind das nicht uralte Motorräder, die wieder auf frisch gemacht werden? Ja gut, die sind jetzt auch aktuell hier, diese A9. Ach, die werden so gebaut? Ja, ja. Die sind halt nur ein bisschen modifiziert jetzt, ja. Das ist alles von hier, oder? Das Smiths. Oh, da ist DJ-Pult, oder was ist das da? Anscheinend sieht es abends hier nachher die Galerie aus. Ne? Das ist ein cooler Laden. Guckt mal da rein. Klamotten und Motorräder stehen überall drin. Und die bauen irgendwas auf hier. Gibt
gibt es hier irgendeine Party wahrscheinlich heute Abend oder so, ne? So, Kaffee getrunken, einen schönen Muffin gegessen. Jetzt gehen wir zu so einem Autohaus, der ein bisschen sportlichere Autos verkauft. Da wollte ich also nur aus Neugier auch mal gucken, wie sind diese Autos auch vom Preis her. Was mir aber hier sehr positiv aufgefallen ist, sind diese BYD-Modelle Autos. So ein Vollelektro, glaube ich, sind das. Also sieht zuerst mal so aus wie Tesla, aber doch ein bisschen aggressiver. Und ich glaube China, oder? China. Und da ist aber noch nichts auf dem deutschen Markt. Aber ich glaube, wenn die in Deutschland ankommen, ich glaube, das wird was. Und ich glaube, das sind auch echt gute Autos. Wir fahren hier einfach durch die Gegend. Und waren schon in zwei Orten, wo wir eigentlich filmen wollten und ging nicht, weil entweder der Chef nicht da war und bei dem anderen, da war der Laden zu. Aber das kommt alles in einem anderen Video, dass wir hier nirgends reinkommen. Aber auf dem Parkplatz hier stehen immer noch so coole Dinger rum. Guck mal, ja. Ein schöner 126er Coupé in einem sehr guten Zustand. Sehr guten Zustand. Oh, da kommt ein 124er rein. Und hier ein SLC. Oh, AMG? Nee, ist kein AMG. Die schreiben auch überall AMG drauf, wie die Japaner. 280er. Ja, so kann man auch arbeiten. Ne? Wir waren jetzt unterwegs, haben ein paar Autos noch gesehen und gefunden beim Händler. Und wir waren jetzt essen. Bitte nicht in die Tasten reinhauen. Man kann doch nicht in Thailand sein und Pizza essen. Aber die Pizza war gut. Die war mega. Die war echt gut. Ne? Man muss dazu sagen, wegen gestern haben versucht, Thai zu essen. Was haben wir gesagt? 50% nur scharf? Medium, genau. Ja. Da gab es 25, 50, 75 und 100. Wir haben 50%, mir hat es aus der Nase rausgepfiffen, wie in diesen Zeichentrickserien und aus den Ohren auch. Boah, und dann haben wir gesagt, hey, nicht so scharf. Dann hat er uns irgendwas gebracht, so einfach nur ein Stück Fleischart, ne? Wo null scharf dabei war, gar nichts. Das hat so fad geschmeckt, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen es mal mit Thai essen. Vielleicht probieren wir es nochmal, aber jetzt aktuell nicht. Jetzt war es eine richtig gute Pizza. Jetzt gehen wir ein bisschen shoppen, weil, ihr wisst ja selber, man muss ja auch was für die Kinder und Frau und so mit nach Hause bringen. Jetzt gehen wir in den größten Einkaufscenter, was es hier gibt, ne? Angeblich. 2500 Läden hast du gesagt. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Dieses Auto meinte ich, was so ähnlich aussieht wie Tesla, auch ein Elektroauto, sieht schon gut aus, ne? Und eine LED ist da unten. Also ich glaube, die Chinesen sind mittlerweile echt weit genug, um selber sehr, sehr gute Autos für relativ kleines Geld zu bauen. Ich bin gespannt, wann das Ding nach Deutschland kommt. So sieht er aus. Das ist die Einkaufspassage hier. Ich sehe es schon kommen, da kommen jetzt ein paar tausend Schritte auf uns zu, ne? So, shoppen erledigt, für die Family genug Geschenke eingekauft, nur Kleinigkeiten eingekauft, Hauptsache ich habe was mitgebracht, ne? Jetzt wieder im Stau. Eigentlich gefühlt den ganzen Tag in Bangkok. Ganzer Tag in Bangkok Stau. So, sind jetzt am tanken. Was kostet es? 1 Euro? Ne, steht nicht dran, wie viel es kostet. Knapp unter 1 Euro. Unter 1 Euro Benzin bleibt frei. So, getankt. Und zwar haben wir bezahlt 34 Liter, 34 Euro. Und wir haben noch 2 Liter Flasche Wasser geschenkt bekommen. Kriegt man so eine Tankstelle halt, ne, wenn man da tankt. 1 Euro der Liter. Es geht schon wieder weiter. Es ist sehr früh. Wir wollen ja nochmal auf so ein Treffen fahren. Das sind von hier nochmal 60 Kilometer. Und da wir sehr früh losgefahren sind, ist die Straße relativ leer. Ja, also jetzt waren wir hier noch auf dem Treffen. Bin da auch nochmal drüber geflogen, hab mir die Autos angeguckt. Aber echt schon coole Dinge drin. Vor allem diese ganzen alten Japaner. Ne? Datsun, Nissan, Toyota. Aber es geht schon wieder weiter. Wir müssen jetzt endlich mal was essen. Für euch hört sich das an, als würden wir alle 10 Minuten was essen. Aber so ist es nicht. Ist das ein Auspuff da? Nee. Doch, ist ein Auspuff. Sieht aus wie ein Eimer. Nö, war ein Auspuff. Was? Ein Eimer. Ja, Wochenalltag geht weiter. Jedoch zeige ich euch jetzt mal was. Das würdet
Ja, also da beneidet ihr mich auf jeden Fall nicht. Wir haben zwar einen Pool jetzt, aber es regnet ohne Ende. Ja, dann gibt es auch mal so ein Wetter hier, ne? Wir sind nämlich vom Hotel ausgezogen, sind auf die andere Seite von Bangkok, weil wir dort auch noch ein paar Sachen besuchen wollen. Und da ist es immer blöd, von der linken Seite kommt man über Bangkok rüber zu fahren. Da ist immer eine Stunde, eineinhalb Stunden weg. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir gehen auf die andere Seite aus, dann war es da ziemlich laut. Und wir haben gesagt, komm, gucken wir mal nach dem Haus statt einem Hotel. Jetzt sind wir mitten in so einem Wohngebiet mit dem Pool. Bom, super Haus. Ist auch billiger im Prinzip wie ein Hotel. Und abends sitzen wir hier, gucken YouTube-Videos mit dem Cousin, der ist gerade shoppen. Auf jeden Fall geht es hier weiter, auch trotz schlechtem Wetter. Jetzt warten wir mal, bis es wieder aufhört und der Cousin wieder da ist, der Higi. Dann fahren wir zu den nächsten Werkstätten. Und vielen, vielen Dank für den Feedback. Ich habe ja schon gesehen, dass ihr schon ein paar Sachen beantwortet habt oder kommentiert habt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch echt gefallen, so eine Tour. Und wir können es immer wieder. Nicht jeden Monat, ne? Aber im Jahr vielleicht ein, zwei Mal so eine Aktion starten. Wir haben viel Spaß. Ich freue mich immer vor Ort, diese Sachen zu sehen. Und vor allem die Gastfreundlichkeit. Also der eine oder andere sagt, nee, er will nichts zeigen, aber der andere haut einen raus, ne? Willkommen wieder aus der Pampa. Und genau dieses Auto wollte ich euch zeigen. Habe ich euch schon mal, glaube ich, gezeigt. Wie heißt das Ding? BYD. Wahrscheinlich heißt es BID oder sowas. Oder was sagst du? Aber die kannst du mittlerweile in Deutschland leasen, habe ich gesehen. Ja? Ja. Welches Modell weiß ich nicht. Elektroauto, hallo, alles gut, aber ich finde ihn halt optisch schon cool und innen auch. Ist er billig? Fangen ab 250 Euro an. Leasing? Ja. Okay. Dann gucken wir mal, zeige ich euch mal hier ein paar Autos. Ich bin nämlich hier so auch wieder in der Tuning-Werkstatt, auch wieder ein paar Kilometer weg. Ihr wisst ja, wir sind mittlerweile etwas weiter. Keine Ahnung, so vielleicht 50, 60 Kilometer weitergefahren und übernachten auch woanders. Jetzt zeige ich euch mal hier ein paar schöne Autos hier. Die machen hier halt ein bisschen viel mit. Ah, schön. Die geben hier richtig Gas, ne? Oi, oi, oi. Also ich beneide sie wirklich nicht, bei dem Wetter hier draußen zu arbeiten. Oh. Da ich es wirklich nicht erkannt habe, was es ursprünglich mal war, es ist ein Toyota MRS, das ist der Nachfolger vom MR2. Können wir vielleicht mal hier ein Bild einblenden, der ihn aber komplett umgebaut hat auf McLaren Bodykit. Wobei ich jetzt auch nicht wirklich viel von einem McLaren hier sehe, aber echt breite Dinger drauf gemacht hier. Innen ist er noch relativ, ja, eine Baustelle. Hinten auch so breite Räder, riesen Heckflügel und das sind, sag ich jetzt mal vorsichtig, 997 Zubehör Rückleuchten, Vorfacelift, so wie es aussieht. Und dann die Abgasanlage, also im Prinzip einen kompletten Bodykit. Wie gesagt, die sagen McLaren, ich sag, okay, nichts Ganzes, nichts Halbes, aber geschwind mal gemacht. Und natürlich, das ist unser wahre Ding. Ey, gefällt mir so arg. Bestimmt sind die neueren Modelle schöner zu fahren, aber ich finde den halt so richtig Rallye-Fahrzeugmäßig. Ne? Schöne Porsche haben sie hier ausstehen. Paar Karos haben sie alle auf Lager. Und was ist das? Ist ein Alpha? Ja, ist ein Alpha. Was die wohl damit hier machen? Ja, dann hätten sie jetzt auch ein bisschen mit ihren Verbreitern und so gemacht. Ne? Aber was macht der mit dem Alpha? Das interessiert mich schon fast mehr. Nicht, dass sie jetzt ja auch ein DTM-Kit bauen damit. Dann natürlich 370Z. Natürlich auch schick. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich würde fast den älteren nehmen. Einen Golf haben sie noch. Und das ist das Ding, das kleine Ding hier. Das habe ich oft in Japan gesehen. Hier sind das nicht die Dinger, wo in Japan als Taxi sehr viel rumgefahren sind? Ja, genau. Oder? Ja, genau. Und da hinten steht natürlich noch ein Lambo, ein Gallardo, wo uns jetzt aber nicht unbedingt interessiert. Dieses Modell hier, den hätte ich gerne genau so als Zweitürer. Obwohl, ja, vielleicht noch den Vorgänger, weil der ist mir fast schon groß, die Scheinwerfer. Zwar ist der vom Heck her cool mit dem Spoiler,
Eigentlich kein teures Auto, aber eine richtig schöne Form, finde ich. Dann hat er hier noch einen Mustang draußen stehen und nochmal einen 3 GTR R35. Auch schön, ne? Steht hier noch ein E34 da. Dann steht da nochmal ein 370Z, ein Mini. Wir können aber schon wieder weiter in die nächste Werkstatt. Ja, da gibt es auch halt überall auch solche Werkstätte. Warte mal kurz. Machen sie halt hier und irgendwo stehen sie und machen halt ihre Autos. Ne? Davon. Oh, zu hoch von der Zoom gewesen, hab ich gerade selber erschrocken. Also davon gibt es halt überall, an jeder Ecke stehen da solche Sachen rum. Wir sind jetzt wieder im Haus und morgen früh, also es wird langsam schon dunkel, morgen früh geht's nach Hause. Cousin zeige ich nicht, vielleicht wird das dann vom YouTube gelöscht, weil er... Wegen der Altersfreigabe wahrscheinlich. Wegen der Altersfreigabe, weil er mit dem Badehösel da sitzt. Das macht man nicht so. Also nicht, dass du es machst, sondern dass ich es zeige. Fazit Thailand. Sage ich eins. Ich finde die Stadt Bangkok und Umgebung cool. Alles cool. Gibt es nur ein, zwei Sachen, was mich persönlich, das heißt nicht, dass es für alle Menschen so ist, Thema Essen. Schwierig. Du traust dich nicht überall zu essen. Vor allem, wenn du einer bist, der sagt, mir schmeckt halt nicht alles. Es ist sehr schwierig, einfach überall dich hinzusetzen zu essen. Oder alles zu essen. Du hast ja auch immer so Bilder oder keine Ahnung. Du sagst dann halt einfach, nee, ich glaube, das isst du nicht. Das ist das eine Thema. Und deswegen habe ich bestimmt was abgenommen. Er sagt nein. Ich sage es nicht, ich bin mir sicher. Dass ich abgenommen habe. Dass du nicht abgenommen hast. Auf jeden Fall, ja, wenn nachts halt irgendwelche Gummibärchen isst, tut das auch nicht besser. Und da wir morgen fliegen, bloß haben wir heute mitbekommen, dass jetzt in Frankfurt aktuell, ich wollte Stau sagen, Streik ist. Und der Flieger pendelt ja immer hin und her und der kann theoretisch morgen schon dort nicht abfliegen. Nee, heute. Heute dort nicht abfliegen. Das heißt, der Flieger von uns ist, oder es gibt keinen Flieger, der hier ist, der nach Frankfurt fliegt. Jetzt sehen wir mal zu, wie wir das hinkriegen, ob wir wirklich noch einen Tag warten müssen, bleiben müssen, wie auch immer. Es ist ja nicht schlimm. So, stell dir vor, du hast Family dabei, das sehen sie, es ist komplizierter. Aber es sind Kopfschmerzen. Was mir auch nicht gefällt, ist, selbst wenn du in einen schönen, gut aussehenden Straßen durchläufst, dass du, wenn du über manche Dohlen oder über manche Ecken läufst, der Gestank. Also, und das gibt es leider viel. Echt viel, viele Stellen. Leider Gottes gibt es bestimmt noch andere Länder auch, aber hier ist es mir extrem aufgefallen, nach verschiedenen Sachen riecht es da. Also wirklich nicht schön. Und daneben dran gleich ein Laden, der ein Restaurant hat. Ich weiß nicht, wie der da was verkauft. Ja, und andererseits laufen da halt auch mal Ratten einfach mal so quer. Stimmt. Ja. Und Ratten haben wir auch gesehen. Nur bei Ratten sicher in Deutschland. Ja, vierbeinige, zweibeinige, klar. Muss man dann gucken. Nein, nicht. Sonst, also ich weiß es nicht, ob ich nochmal nach Thailand kommen würde. Weiß ich nicht. Würdest du nochmal zum Urlaub machen kommen? Nein, offen gesagt nicht. Ich war jetzt schon ein paar Mal da. Okay. Bei mir war es so, dass die Family das gern gemacht hätte. Ich musste dann mal ein bisschen was so reden, weil hier zum Beispiel bei uns laufen ganze Eidechsen, Frösche, die spazieren da, solche Knollen, ne? Die einfach so bei uns hier vorbei, die Frösche. Ja, entweder man geht da hin, man geht da nicht hin, aber du gehst halt mal hin, guckst es dir an. Also Bangkok selber finde ich cool. Also ich weiß es nicht, ob ich das jetzt hier nochmal machen würde. Ich denke, mit coolen Leuten, so wie jetzt mit dir, geht es immer. Das ist kein Schleim, das ist ja wirklich schlau wie hier. Ne? Und wenn du mit dem irgendwo hingehst, das wollte ich euch noch sagen. So wie ich die Leute immer mit nach Istanbul nehme und ich immer so dafür verantwortlich bin, dass ich mich um alles so kümmere, in Istanbul, in Türkei. Oder mit Family in die Türkei gehe, kümmere ich mich ja um alles. Und wenn ich mit Schlaube, mit dem Cousin unterwegs bin, ist es so, ich mache gar nichts. Das Geilste daran ist, der kostet doch nicht mal was. Nee, der kostet doch mal was, ja genau. Also ich mache gar nichts, weil er das so oder so macht. Auch wenn ich gucken würde, würdest du trotzdem gucken. Ja. Ja, also. Beste Reisepartner. Wenn es meine Frau hört, dann sagt sie wieder, geh doch mit dem Hiki überall hin. Mache ich auch, Schatz. In diesem Sinne. Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Mittlerweile, Cousin hat sich was angezogen. So wie es aussieht, steht der Flieger noch. Der
steht, ja, nachher fliegt er. Aber du sagst, bis du deinen Koffer noch nicht abgegeben hast, gibt es dir keine Ruhe? Dem traue ich nicht. Weil der Cousin, der war eigentlich schon fast überall auf der Welt. Ne? Fast. Die USA schon keine Ahnung wie oft. Singapur, Malaysia, Japan mit mir zusammen. Europa schon überall. Wo warst du noch? Ja, vieles. Ich war noch nicht in China, in Australien, Neuseeland. Aber in China gehst du jetzt auch. Kommt März. Also der Kerl weiß Bescheid. Wir sind gute Dinge, dass wir heute wirklich fliegen können. Gepäck abgeben, noch was knappern und dann versuchen, wieder müde zu werden. Wir haben heute Nacht nicht mit Absicht nicht viel geschlafen, also 5 Stunden. Ja. Dass man einen kurzen Schlaf unterwegs haben. Natürlich hat Thailand auch gute Sachen, wie zum Beispiel das Wetter. Also, ich glaube, Strände und so sind auch gut. Man sagt aber so, die Strände in den Städten ist nicht so toll. Aber vor allem die Insel werden halt richtig gut. Ne? Was ich halt ziemlich schade finde, ist, dass der König mir seine Autos nicht gezeigt hat. Ein bisschen mehr Gastfreundschaft gehört dazu. Ne? Hätte ich schon erwartet. Aber ich glaube, der war nicht da oder ich weiß nicht, was für einen Termin der hatte. Ist ja egal, ich bin ihm ja auch nicht sauer oder so, bin auch nicht nachtragend. Wenn er kommt zu mir, dann zeige ich auf jeden Fall meine Autos. An der Tankstelle angekommen, das Coole ist, die stellen die immer so ein Schild drauf. Guck mal, da oben ist so ein Pfeil auf 95 Oktan. Dass wenn du was falsch entschieden hast, dass du schuld bist, ne? Stimmt's? Absolut, ja. Also, dass du siehst, was getankt wird. Wir haben, wie viel? 2 Tanks geblasen, ne? Das ist jetzt der zweite. Ja. Wir haben einmal getankt. 2-mal leer gemacht. Ja. Was heißt das? Locker. Das heißt, dass wir 2-mal tanken. Wie viel mal gefahren sind, weiß ich jetzt nicht. Ich habe vorher nicht auf dem Zähler gemacht. Locker 1200 Kilometer haben wir damit gemacht. Und hat einen Tag mal geregnet, da haben wir gar nichts gemacht. Der hat schon kleine Tank, ja? 34 Liter ging jetzt rein. Echt? Aber der hat auch nicht viel verbraucht. Der verbraucht 6 Liter oder sowas, ne? Ja. Bei der Leistung ist selbst das zu viel. Ja, danke. Ja. Mac, 1300. Yes? Ich habe Englisch studiert hier. Also. So, was sag mal, 1300, also wenn nur 44 Euro, weiß ich, kannst du auch so sehen, was ein Liter kostet. 30 Euro. 38 Watt sind 1 Euro. Und da bei 95 steht 37,6, also unter 1 Euro sogar. Jetzt geht's zum Flughafen. Ich hoffe, die nehmen das Auto so ab. Du hast das Auto schon ein bisschen. Ich hab's versaut, gequält. Ja, ja. Und eingefahren auch. Aber das, Ding ist schon, das schleift schon, Kupplung schleift schon, Getriebe ist hakelig. Entweder sind die Motorlager tops, also das Ding vibriert die ganze Zeit. Stimmt gar nichts mehr an der Karte. Für mich wäre das ja Alltag, aber für Cousin ist. So ein Schwätzer. Also den Cousin kann man auch buchen über mich. Nein, sicher nicht. Über dich schon mal gar nicht. Mann, du bist nix Gönner. So, Mietwagen abgeben, Koffer raus, alles raus und dann mal rein und gucken mal, versuchen wir unser Glück, dass auch wirklich das funktioniert, dass wir auch wegfliegen können. Der Cousin diskutiert gerade da hinten, weil die uns jetzt hier 7000 Watt geben wollen oder aufdrücken wollen aufs Auge, weil wir das Auto nicht sauber, wir es nicht sauber bekommen, wir es genauso bekommen, wie es jetzt gerade aussieht, zeigt euch mal. 7000 Watt, so sieht das Auto aus und genau so haben wir es auch bekommen. Jetzt erzählen die hier von 7000 Watt. Also die sind schon Füchse hier, 7000 Watt, was sind das umgerechnet? 190 Euro, 180 Euro, wozu? Jetzt haben wir, wie viel? 2000 Watt bezahlt. Ja. 2000 Watt, weil der sagt, ja, muss rausfahren, das aussaugen lassen und so. Oder wenn sie es machen, 2000 Watt, so, was soll ich da aussaugen? Könnt schon in den Nacken treten jetzt in dem Moment. Ja, aber ja, ist halt so. Machst halt deine Erfahrungen. Also das Ding war schon ein bisschen lummeliges Auto. Und manche hat die 2000 jetzt in die Tasche gesteckt. Ja, sicher. Die gehen das Ding jetzt reinigen für irgendwie billig Geld. Ja. Für 300 irgendwo in die Waschanlage bringen. Fertig. Ja. Aber so wie den Cousin kennen, kommt da so ein Schreiben, da denke ich, das Ding kommt vom Oberanwalt oder sowas. Der Cousin holt, macht da schon was, das weiß ich. Also ist ja ganz schlimm. Nicht halb so schlimm wie du, mein Freund. Wir sind durch die Passkontrolle. Koffer abgegeben. Jetzt dank Cousin, der kommt von da hinten. Gehen wir jetzt wieder in der Lounge, dank ihm. Aber schon hübsch.
Wieder angekommen, Arbeitsklamotten wieder an, es geht weiter, was halt mega cool ist. Kommst halt nach 10 Tagen zurück und es ist nicht mehr so, wie es alles mal war, sondern es wurde hier weitergeschafft. Oh, so grün hinter mir. Weitergeschafft, was die ganzen Projekte betrifft. Da sind Teile gekommen, die wurden schon verbaut oder. Seht ihr aber im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für mich war es was ganz Neues. Hat jetzt nichts mit Urlaub zu tun gehabt, sondern habt ihr alles gesehen. Waren auch viele unterwegs. Klar waren wir mal ein bisschen, mal irgendwo mal chillen, mal rumgesessen, mal Kaffee getrunken. Aber groß im Ganzen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal hingehen würde. Weiß ich nicht. In diesem Sinne werden wir nächstes Jahr definitiv nochmal eine andere Tour machen. Wieder woanders hin. Danke fürs Zuschauen. Danke große, vielen großen Dank auch an meinen Cousin, an den Hickey. Der Typ ist unersetzbar. Und jeder, der mal mit mir unterwegs war, mit in Verbindung mit dem Hickey, sagt das Gleiche über diesen Menschen. Vielen Dank, Hickey, von dir nochmal. Beste Cousin. Ich habe viele. Also ist nicht der einzige. Also, bis dann. Ciao.